Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Social Media A-Vorlesung. Heute beim fünften Termin A wie Algorithmus oder Algorithm. Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der meisten Social Media Plattformen, nicht aller. Wir haben es zu Beginn der Vorlesung bereits angesprochen. Social Media Plattformen als solche sind Infrastrukturen, technologische Infrastrukturen, die auf dem TCP-IP-Protokoll aufbauen. Die Betreiber, sei es jetzt Meta, beziehungsweise die einzelnen Plattformen, Facebook, Instagram, WhatsApp, aber genauso LinkedIn, stellen im Wesentlichen, es gibt da einige Ausnahmen, aber die spielen im großen Bild keine besondere Rolle, keine eigenen Inhalte her. Im Gegensatz zu Verlagshäusern, Zeitungen, Fernsehsendern, Radiosendern, die ihre Inhalte, ihren Content selber produzieren, sind diese Social Media Plattformen Infrastrukturen, die Nutzerinnen und Nutzer kreieren die Inhalte. Texte, Multimedia, Bilder, Videos. In der simpelsten Form, wenn Sie sich jetzt ein Kommunikationssystem vorstellen mit mehreren Teilnehmern, mit vielen Teilnehmern, dann ist natürlich eine Frage, wenn im Vergleich zur klassischen One-to-Many-Kommunikation plötzlich sehr viele Akteurinnen und Akteure aktiv werden, steigt klarerweise die Menge an verfügbaren Inhalten. Ein beträchtlicher Teil von Social Media Content sind duplizierte Inhalte, denken Sie an die Share-Funktion, Retweet und so weiter. Aber natürlich gibt es in jeder Sekunde, jeder Minute Unmengen an neuen Social Media Postings. Jetzt haben Sie natürlich als Nutzerin dieser Plattformen die Möglichkeit, sich weit indirekt auszusuchen, welche Inhalte Sie konsumieren möchten. Sie suchen sich das im Wesentlichen auf zwei Arten aus. Da gibt es jetzt Unterschiede im Detail, auch in der Benennung der Funktionen. Aber im Prinzip registrieren Sie sich auf der jeweiligen Plattform, richten Ihr Profil ein. Das kann umfangreicher, wie im Fall von LinkedIn, oder relativ simpel, wie im Fall von Instagram geschehen. Und dann veröffentlichen Sie Inhalte. Parallel und zeitgleich bauen Sie Ihre Community, Ihr Netzwerk auf, wie man das nennen möchte. Das heißt, andere Personen folgen Ihnen, Sie folgen anderen Personen, im Fall von Twitter oder Instagram. Sie befreunden sich mit Ihren Kontakten, im Fall von Facebook. Sie vernetzen sich mit anderen. Und parallel dazu gibt es je nach Plattform auch die Möglichkeit, bestimmte Hashtag-Feeds zu abonnieren, Unternehmenspages zu folgen und so weiter. Im Laufe der Zeit, vom Beginn Ihrer Social-Media-Nutzung, wird dieses Netzwerk im Normalfall zumindest, wenn Sie selber bis zu einem gewissen Grad aktiv sind, immer größer. Und damit würde auch die Menge der Inhalte, die Facebook oder andere Plattformen Ihnen zur Verfügung stellen, anwachsen. Es ist ein zentrales Paradigma von Social Media, wenn Sie an die Definitionseinheit, an die Social Building Blocks zurückdenken, natürlich diese Repräsentation, Selbstrepräsentation, alle diese Building Blocks. Aber damit das Ganze funktioniert, muss die entstehende Menge an Informationen oder die verfügbare Menge an Informationen auf eine sinnvolle oder in anderen Worten auf eine bewältigbare Menge heruntergebrochen werden. Die Methodik oder das Tool oder die Verfahrensweise, die Social Media Plattformen dafür anwenden, heißt Algorithmus oder Social Media Algorithmus. Und es handelt sich im Wesentlichen um einen Filtermechanismus. Wenn Sie die Definition von Algorithmus googeln oder nachschauen, dann werden Sie sehr schnell auf das Bild des Kochrezepts stoßen. Algorithmen sind tatsächlich Handlungsanweisungen für wiederholte oder wiederholende Tätigkeiten. Wenn Sie jetzt an ein Kochrezept denken, das besteht im Normalfall aus einer Liste von Zutaten mit Mengenangaben und dann aus einer Reihe von Schritten, in denen Ihnen ein Verfahren erklärt wird, wie Sie eben die betreffenden Vanillekipferl, das Tofu-Schnitzel, was auch immer herstellen. Und dieser Handlungsalgorithmus ist eben wiederverwendbar. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie diese einzelnen Schritte befolgen, sollte im Idealfall das gleiche oder zumindest ein sehr ähnliches Ergebnis herauskommen. In der gesamten Informatik spielen Algorithmen insofern eine große Rolle, als, und da komme ich halt auch gleich nochmal zurück zu diesem Thema, als natürlich zumindest bisher Computer, neuronale Netzwerke, Rechner von ihren kognitiven Fähigkeiten weit hinter unserem Gehirn zurückbleiben, zeichnen sich Computer in erster Linie durch hohe Geschwindigkeit aus.
Seit einigen Jahrzehnten können wir relativ problemlos Maschinen bauen, Siliziumchips, die in unvorstellbar höherer Geschwindigkeit serielle Vorgänge abarbeiten können. Sie wissen, der beste und talentierteste Kopfrechner der Welt, der hat keine Chance gegen einen 30, 40 Jahre alten Schafdaschenrechner. Das heißt, Computer sind sehr, sehr gut darin, diese wiederholenden Abläufe sehr, sehr schnell zu wiederholen. Und wenn Sie so wollen, Computerprogramme oder Software sind im Wesentlichen nichts anderes als eine Ansammlung von Algorithmen, die eben diese Rezepte, diese Prozeduren enthalten. Im Social Media Bereich sind Algorithmen die Handlungsanweisungen, die steuern, welche Inhalte Sie in Ihrem Newsfeed zu sehen bekommen. Ganz abstrakt mal gesagt. Die Notwendigkeit dieser Filterung ergibt sich eben zum einen daraus, dass wir grundsätzlich mal dazu neigen, mehr abzuspeisen, als wir schlucken können und wie gesagt, Informationsüberflutung im Wesentlichen zu, ja, zum Ausblenden führt. Das heißt, die Aufgabe eines Betreibers einer Social Media Plattform besteht also darin, Ihnen aus dieser Menge an Informationen, die zur Verfügung steht, die, und das ist genau der springende Punkt, für Sie persönlich relevantesten Informationen zur Verfügung zu stellen. Wenn man sich die Entwicklungslinien digitaler Medienformate betrachtet, ich würde sagen, so Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrtausends erlangten E-Mail-Newsletter Popularität auf relativ breiter Basis. Und es gab da so eine kurze Übergangsfrist zwischen und vor Social Media. Da gab es eine Reihe von News-Anbietern, bei denen man sich so etwas wie personalisierte Newsletter zusammenstellen konnte. Das Ganze hat so funktioniert, dass Sie quasi bestimmte Themenbereiche, bestimmte Interessensgebiete angeben konnten. Sei das jetzt Innenpolitik, Kultur, je nachdem, eher grob in Anlehnung an klassische Ressorts oder auch fein detaillierter. Und diese Anbieter schickten Ihnen dann täglich oder wöchentlich eben einen personalisierten Newsletter mit Inhalten, die auf Ihre Kriterien zutreffen. Eine vergleichsweise simple Filterung, die sozusagen, wenn Sie so wollen, nur die Schlagzeilen, die entsprechenden Inhalte nutzt. Social Media geht einen Schritt weiter und verwendet für diese Auswahl nicht nur eine Analyse der Inhalte, beispielsweise die enthaltenen Stichwörter, sondern verwendet eben auch Ihre, zum einen die Informationen, die Sie auf Ihrem Profil zur Verfügung stellen, zum anderen aber auch Ihre History. Das heißt, jede einzelne Interaktion auf Social Media, wenn Ihnen YouTube ein bestimmtes Video anzeigt, wenn Ihnen Facebook einen bestimmten Beitrag anzeigt und Sie reagieren drauf, Reaktion bedeutet in Social Media Terminologie eben immer eine Social Action oder Reaction, Like-Button, Herzchen, wie auch immer das heißt auf der jeweiligen Plattform, natürlich genauso ein Kommentar oder ein Share. Dann geht diese Plattform davon aus, dass dieser Inhalt Sie grundsätzlich interessiert und man könnte auch sagen, emotional und oder intellektuell involviert. Und da gibt es sozusagen zwei Kriterien. Das eine, Autor, Autorin, wenn Sie reagieren, dann erhöht das ganz simpel gesprochen die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Zukunft wieder Inhalte dieser Person sehen. Einmal einen Kommentar zu schreiben, ist natürlich keine Garantie, dass das ständig passiert. Etwas vereinfacht gesagt, wenn Sie einen Beitrag eines Ihrer Freunde auf Facebook kommentieren, wird Ihnen der Algorithmus vermutlich die nächsten ein, zwei, drei Beiträge wieder anzeigen. Wenn Sie dann nicht mehr darauf reagieren, werden diese wieder aus der Timeline verschwinden. Und das ist die eine Sache. Die zweite Dimension oder Komponente, die hier noch dazu kommt, ist, es geht nicht nur um Ihre eigenen Reaktionen, sondern auch um die Ihres Netzwerks. Sprich, Sie haben beispielsweise eine bestimmte Unternehmensseite abonniert, haben aber nie großartig mit diesen Status-Updates interagiert und sehen die Beiträge dieses Unternehmens nicht in Ihrem Newsfeed. Wenn nun aber aus welchen Gründen auch immer mehrere Ihrer Facebook-Freunde beispielsweise auf dieses Status-Update reagieren, dann wäre das für den Algorithmus wiederum ein Kriterium, Ihnen diesen Inhalt anzuzeigen. Das heißt, die eigene History, die eigenen Aktivitäten, aber auch die Aktivitäten des Netzwerks bestimmen sozusagen, welche Inhalte Sie da angezeigt bekommen. Wenn ich von Social-Media-Algorithmen spreche, dann meine ich natürlich immer die sogenannte organische Verbreitung. Achtung, der Gegenpart heißt nicht anorganische Verbreitung. Organische Verbreitung ist jene Reichweite, die Ihre Inhalte eben über die Verbreitung, über Ihr Netzwerk, über die Algorithmen bekommen.
Das ist der eine Teil des Newsfeeds. Der zweite Teil, und das wird uns nächste Woche intensiver beschäftigen, ist Social Media Werbung. Im Geschäftsmodell, im Businessmodell von Social Media Plattformen ist im Wesentlichen die Nutzung gratis und sie stellen sozusagen ihre Aufmerksamkeit, ihre Daten zur Verfügung, nehmen es in Kauf oder müssen es ertragen, mit Werbung bespielt zu werden, um dafür eben dazwischen die Inhalte zu sehen, die für sie tatsächlich relevant sind. Aus diesem Amalgam, aus diesen organischen und werblichen Inhalten bestehen also die einzelnen Newsfeeds. Jetzt können Sie sich vorstellen, solange Social Media ein Randphänomen bleibt oder ein relativ geringer Teil der Bevölkerung seine Informationen zu einem hohen Grad oder vielleicht sogar zum hauptsächlichen Grad von Social Media Plattformen bezieht, ist die Definitions- oder Gestaltungsmacht dieser Algorithmen in unserer Gesellschaft überschaubar bzw. beschränkt. Warum? Um wirkliche Wirkkraft oder sozusagen politische Wirkung zu entfalten, muss ein Medium natürlich von einem relevanten Teil der Bevölkerung konsumiert werden. Jetzt an gesellschaftliche Meinungsänderung denken. Haben wir natürlich in den letzten 30 Jahren eine Entwicklung, bei der, das hängt natürlich auch sehr stark mit der Altersstruktur zusammen, je jünger die Nutzerinnen und Nutzer, desto stärker die Verwendung von Social Media Plattformen. Wenn Sie sich 2023 vergleichsweise junge Zielgruppen ansehen, Sie Mediennutzungsanalysen machen, mit dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht ein Studium begegnen, bei sagen wir mal 13- bis 16-Jährigen werden Sie sehr schnell feststellen, dass in dieser Zielgruppe das lineare Fernsehen so gut wie keine Rolle mehr spielt. Verstehen Sie mich nicht falsch, mit linearem Fernsehen meine ich tatsächlich das Format. Natürlich haben alle Sender mittlerweile auch Apps, stellen ihre Inhalte nicht linear zur Verfügung. Fußnote an dieser Stelle, vielleicht hat ja jemand von Ihnen bei der aktuellen DSDS-Staffel das eine oder andere Mal reingeschaut. Ich fand es ganz interessant, ich habe mir die Analysen angesehen danach. RTL wollte ja mit dieser 20. Jubiläumsstaffel die Show beenden. Und wir leben gerade in einer Zeit, in der eine Menge Shows enden, weil es mit den Einschaltquoten eben nicht mehr so gut funktioniert. Das hat sich dann aber im Lauf dieser Staffel gezeigt. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass einige sehr Social Media affine Personen da involviert waren, beispielsweise Katja Krasavice, die auf Social Media sehr aktiv ist, die auch ursprünglich auf YouTube bekannt bzw. Influencerin geworden ist. Und RTL hat dann festgestellt, dass die Verbreitung auf Social Media Plattformen enorm groß war. Mit Verbreitung, deswegen erwähne ich es hier an dieser Stelle, weil wir uns heute über Algorithmen unterhalten, meint RTL dann eben nicht nur die Impressions, die sie über die eigenen Kanäle, beispielsweise über die eigenen Apps oder eigene Facebook-Page und so weiter generiert haben, sondern es gab tatsächlich eine wirklich ziemlich gewaltige Flut an Postings von Personen, die eben über die Sendung gepostet haben. Dann waren einige, nicht nur in der Jury, auch bei den Kandidatinnen, einige Leute dabei mit großen Social Media Followerships und RTL war von der Quote sozusagen so angetan, dass es im nächsten Jahr dann wieder eine Staffel 21 geben wird. Das heißt, ich denke, man muss immer vorsichtig sein, wenn man davon spricht, dass die klassischen oder traditionellen Anbieter oder Verlagshäuser online nur verlieren, aber die linearen Formate verändern sich natürlich. Wenn jetzt, wie gesagt, ein DSDS ist ein Unterhaltungsformat, aber genau dasselbe gilt natürlich sinngemäß auch für politische Informationsformate. Die Zeiten, in denen ein beträchtlicher oder nennenswerter Teil der österreichischen Bevölkerung die Zeit im Bild gesehen hat, die sind schon lange vorbei. Wie gesagt, je jünger die Zielgruppe, desto mehr politische Informationen werden auch online konsumiert. Wenn Social Media für immer mehr Bereiche der Gesellschaft, für immer mehr Teile der Gesellschaft zur primären Informationsquelle wird, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit geben diese Algorithmen ein unter Anführungszeichen objektives Bild der Welt wieder, inwieweit verzerren sie es? Zweite Frage, die da ganz stark dahinter steckt, und das haben Sie in den letzten Jahren sicherlich auch sehr, sehr stark mitbekommen, inwieweit eignen sich diese Algorithmen zur Manipulation von russischen Hackern, ich weiß nicht, ob man das wirklich als Hacking bezeichnen kann, aber von Unternehmen, die da im großen Stil Postings absetzen, um das politische Klima zu beeinflussen. Wie kann, soll man damit umgehen? Wie schafft man mehr Transparenz?
Sie müssen sich dabei auch vor Augen halten, dass die Betreiber, die Institutionen dieser Plattformen natürlich im Wesentlichen die ja, selber entscheiden, wie diese Algorithmen funktionieren. Social Media ist ja in einem relativ kurzen Zeitraum entstanden. Die Entwicklung passierte weit, weit rasanter, als politische Regulationsmechanismen da im Normalfall greifen können. Das ist also so ein wenig das Amalgam, in dem wir uns jetzt aktuell befinden. Bevor ich im Detail auf die Funktionsweise dieser Algorithmen eingehe, möchte ich noch Ihnen ein kleines Fundstück präsentieren, das auch sehr gut zu unserer Vorlesung passt. Einige von Ihnen werden es wahrscheinlich bereits gesehen haben. Und zwar, Sie finden den Bericht im Standard. Ich werde den Link auch gleich mal hier in den Chat werfen. Dieser Herr hier links, das ist der Boris Eldachsen, ein Berliner Fotograf, der sich schon längere Zeit mit AI, Artificial Intelligence im Zusammenhang mit bildgebenden Verfahren befasst, der also AI-Tools nutzt, um seine Fotos teilweise komplett zu erstellen und dann weiter zu bearbeiten. Das Bild, das Sie hier rechts daneben sehen, hat er eingereicht beim Sony World Photography Award. Das ist weltweit einer der wichtigsten Fotografiepreise und er hat damit gewonnen. An der Entstehung dieses Bildes war keine Kamera beteiligt. Sie finden im Artikel eine ausführliche Beschreibung, wie er das Ganze gemacht hat. Also er beginnt mit einem relativ simplen Prompt und bearbeitet das Bild dann sozusagen mit Hilfe detaillierterer Befehle eben weiter. Der Award-Jury ist das erstmal nicht aufgefallen. Herrn Eldachsen ging es nicht darum, die Betreiber oder die Veranstalter dieses Awards hereinzulegen, sondern er wollte auf ein neues Spannungsfeld hinweisen. Seine Ansicht zu dem Thema ist, dass KI-Fotografie nichts mit Fotografie zu tun hat, aber durchaus eine eigenständige Kunstform ist. Er schlägt dafür den Namen Promptografie vor. Dieses Bild hat eine riesengroße Diskussion, nicht nur innerhalb der Fotocommunity ausgelöst, war in den letzten Tagen in so ziemlich allen Medien weltweit, weil natürlich auch die Frage nach der Authentizität sich vollkommen neu stellt, wenn diese AI-Scripts so leistungsfähig sind, dass man damit Bilder generieren kann, die einen Fotowettbewerb gewinnen. Bedenken Sie, es gibt den berühmten Turing-Test. Alan Turing, gibt auch einen schönen Netflix-Biopic über ihn, ein britischer Mathematiker, der sich in Bletchley Park in UK im Zweiten Weltkrieg mit Verschlüsselungstechnologie beschäftigt hat, beziehungsweise mit Entschlüsselung der Enigma-Maschine der Nationalsozialisten, hat dann auch später sehr viel publiziert. Und Turing hat sich eben auch mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Es ist eine sehr interessante epistemologische oder grundlegend philosophische Frage, ob jemand, nicht jemand, entschuldigen Sie, ob eine Gesellschaft, eine Kultur, wie immer Sie das nennen wollen, eine Technologie, eine Verfahrensweise schaffen kann, die letztendlich ihr an Intelligenz ebenbürtig ist. Sie sehen schon, ich muss da ein bisschen rumeiern, wenn ich das erkläre, weil eine Menge Begriffe involviert sind, die sehr, sehr schwammig sind. Wir haben tatsächlich bis heute keine genaue Vorstellung davon, was Intelligenz ist. Wir wissen, da gibt es kreative Anteile, gibt es andere Anteile. Intelligenztests messen immer bestimmte Dimensionen, aber wenn wir selber nicht mal genau wissen, wie unsere Brainbox funktioniert, wie sollen wir dann feststellen, wenn wir überhaupt eine KI, eine künstliche Intelligenz gebaut haben? Und Alan Turing hatte dafür einen sehr interessanten Ansatz, der bisher ja, jahrzehntelang als Theorie in der Literatur rumgeisterte, den sogenannten Turing-Test. Und zwar funktioniert er so: Sie, beziehungsweise das menschliche Testsubjekt, sitzt in einem Raum und unterhält sich mit einer anderen Person oder eben KI, die sich in einem anderen Raum befindet. Und der Turing-Test besteht jetzt nun darin, wenn menschliche Testteilnehmer nicht mehr feststellen kann, ob er sich mit einem menschlichen Gesprächspartner oder einer Maschine unterhält, das ist dann sozusagen der Punkt, an dem Turing sagt, da wird es interessant, da müssen wir uns dann überlegen, ob es jetzt wirklich in Richtung KI geht. Ich möchte nicht behaupten, dass ChatGPT und ähnliche Systeme so weit sind,
Aber es stellt natürlich andere Fragen nach Authentizität. Ich weiß auch nicht, ob der Turing-Test tatsächlich ein ausreichendes Kriterium ist. Ich vermute mal, mit ChatGPT-4 sind wir nicht mehr sehr weit davon entfernt, dass dieser Turing-Test mit Unterhalten ganz gut funktionieren könnte. Denn dass es nicht mehr so leicht ist, so wie bei den relativ simpel gestrickten Chatbots von vor einigen Jahren, sofort festzustellen, spreche ich hier mit einem Menschen oder spreche ich mit einem Skript. Was hat das mit Social Media zu tun? Ja, natürlich sind diese Inhalte oder diese KI-generierten und erstellten Inhalte werden natürlich auch zu einem hohen Grad auf Social Media vertrieben. Das ist sozusagen eine weitere Frage. Danke für diese Anmerkung. Das hat mich auch sehr überrascht. Karl Gebhardt hat gerade bei uns in den Chat geschrieben, dass in den letzten Tagen auch Songs von Rappern Kanye West, Travis Scott aufgetaucht sind. Der größte Fall in die Richtung, den ich mitbekommen habe, es gab, glaube ich, eher am letzten Wochenende eine Single von Weeknd und Drake. Die haben ja auch tatsächlich schon mal zusammengearbeitet. Das war ebenfalls so ein KI-generierter Song, wobei nicht unbedingt klar war, ob der Song komplett generiert war oder quasi klassisch im Studio produzierte, nur die Stimme in die KI drüber gelegt. Wie dem auch sei, dieser Tune hatte dann nach ein paar Stunden auf YouTube, glaube ich, 600.000 Streams, auf Spotify schon ein paar Millionen und es gab etliche Kommentare dazu, sehr begeisterte Fans. Als dann irgendwie klar war, das ist kein echter Song, hat das Label auch dafür gesorgt, dass der entfernt wurde, zumindest von den Plattformen, wo das relativ simpel geht. Natürlich gab es viele Reposts, aber im Anschluss haben dann auch einige, ja, Leute gemeint, aha, interessant, AI schreibt also bessere Drake-Songs als Drake selber. Nun, ich bin kein Fan von Drake, aber wie auch immer, das ist genau derselbe Punkt. Hier ist die Jury reingefallen, hier tauchen plötzlich diese Songs auf. Jetzt haben wir auf Social Media ohnehin ein Kommunikations-Environment, in dem es nicht immer so einfach ist, Authentizität, beziehungsweise die Echtheit von Informationen vorzustellen. Und AI-Inhalte werden das Ganze natürlich nicht einfacher machen. Wie geht man politisch damit um? Wie schon in den letzten Jahrzehnten. Es passiert momentan sehr, sehr viel. Es passiert tatsächlich enorm viel. Und wie gesagt, die Geschwindigkeit des politischen Systems ist nicht die größte. Derzeit, und das betrifft natürlich nicht nur Social Media, sondern den Einsatz von KI-Formaten, ob es jetzt um Bilder oder solche Songs handelt, ganz generell. Derzeit ist die große Diskussion, muss so etwas gekennzeichnet werden? Ich habe da eine kleine Umfrage auch in meinem Bekanntenkreis gemacht und auf der einen Seite kann man natürlich schon sagen, da gibt es, glaube ich, schon ein großes Bedürfnis nach Authentizität. Viele sagen erstmal im ersten Impuls, ja, das wäre schon sehr notwendig, man muss da eine klare Trennung setzen. In der Praxis ist aber eine spannende Frage, gerade jene Urheberinnen und Urheber, die die Herkunft ihrer Werke eben verschleiern möchten, die werden natürlich diese Kennzeichnung nicht verwenden. Und so etwas verpflichtend zu machen, dürfte schwierig bis unmöglich sein. Nebenbei dieser Herr, ich weiß nicht, ob das dasselbe war, ich glaube sogar, das war dasselbe Account, der diesen Kanye West, Travis Scott und eben auch die Weeknd-Nummer gepostet hat. Der hat dann auch noch relativ kryptisch angemerkt und das war erst der Anfang. Also da kommen sehr, sehr spannende Zeiten auf uns zu. Stellen Sie sich vor, wenn vor 30 Jahren, da hatten wir diese Studiotechnologie, die AI-Technologie nicht, wenn da jemand so etwas gemacht hätte und irgendeinen Fake, naja, vor 30 Jahren waren die Rolling Stones noch relativ groß oder Metallica, ist ja ganz egal. Wenn da jemand einen Fake-Song gemacht hätte, da hätten sie den erstmal verbreiten müssen. Und sehr viele CDs pressen, das kostet Geld, das funktioniert nur über Social Media. Also sozusagen die KI-Inhalte, die automatisch erstellt werden und Social Media sind schon bis zu einem hohen Grad fast so etwas wie ein Schlüssel und ein Schlüsselloch, die ganz hervorragend zusammenpassen. Aber damit, und das ist eben auch die Frage und greift zentral in die Algorithmen ein, nein, es gibt derzeit keine Möglichkeit, auf technologischem Weg festzustellen, ob ein Bild KI erstellt ist oder echt. Es gibt keine 100% zuverlässige Möglichkeit festzustellen, ob Texte echt sind. Und ich glaube, das Songbeispiel spricht ganz gut für sich. Da war es halt dann letztendlich das Label oder die Künstler, die das festgestellt haben. Da ist natürlich auch die Frage, sollten Social Media Algorithmen solche Inhalte anders behandeln? Da beißt sich die Katze wiederum in den Schwanz, denn dazu
müsste man sie ja erstmal identifizieren. Das heißt, Social Media bleibt doch sehr, sehr spannend. Wir werfen einen etwas genaueren Blick auf den Algorithmus und es gibt, ich würde nicht nur sagen geringfügige, sondern recht große Unterschiede in den Details zwischen den einzelnen Plattformen. Ich möchte Ihnen ein paar Dinge am Beispiel von Facebook und auch LinkedIn erklären. Es ist natürlich, wie so ein Social Media Algorithmus funktioniert, ist selbstverständlich nicht in Stein gemeißelt. Was Sie hier auf dieser Grafik sehen, ist ein Vergleich des LinkedIn Newsfeed Contents von zwischen 2018 und 2023. Da hat mein Kollege Richard van der Blom gepostet. Und das zeigt auch ganz gut, dass diese Plattformen natürlich laufend experimentieren und auch viel daran ändern. Was Sie hier auf diesen Balkengrafiken sehen, ist Folgendes. Wenn Sie auf LinkedIn, und das Prinzip ist bei Facebook natürlich das gleiche, Ihren Newsfeed aufmachen, ich verkleinere das mal ein wenig, dann haben Sie hier ja eine lange Liste von Postings, die eben von oben, von unten nach oben rausscrollen. Und wenn man das Ganze jetzt analysiert und sich anschaut, 100 Postings oder 1000 Postings, wie sieht es da mit der prozentuellen Verteilung der einzelnen Beiträge aus? Das ist genau das, was in dieser Grafik dargestellt wird. Sie haben hier, der gesamte Balken sind sozusagen 100% der Inhalte. Und dann haben Sie hier diese dunkel- und hellgelben Bereiche sind Promoted Company Posts, also gesponserte Unternehmensbeiträge, andere Werbepostings. Der rote Anteil sind Organic Company Posts, also Unternehmensbeiträge, die ohne Werbung eben über den Algorithmus ausgespielt werden. Der vierte grüne Bereich, das wäre Content from Top Creators und der fünfte Content from First Degree Network. Dieses First Degree Network sind Ihre, auf LinkedIn Ihre Connections, das wären auf Facebook Ihre Freunde, also die Personen, mit denen Sie tatsächlich vernetzt sind. Dieser grüne Bereich Content from Top Creators sind Inhalte von Personen, an denen Sie möglicherweise aufgrund Ihrer Vorgeschichte thematisch interessiert sind, denen Sie aber nicht folgen und mit denen Sie auch nicht vernetzt sind. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den ich bisher noch nicht angesprochen habe. Überlegen Sie sich, wie Sie selber Social Media nutzen. Das hängt natürlich stark von der Intention ab. Vielleicht sind Sie auf Facebook mit ein paar Schulfreunden vernetzt und schauen da ab und zu rein, was die so machen. Vielleicht verwenden Sie LinkedIn mit einem recht deutlichen beruflichen Fokus. Wie dem auch sei, Social Media Plattformen zeigen Ihnen, wie gesagt, Teile der Inhalte Ihres Netzwerks an. Wenn Sie das nur darauf beschränken, dann wäre es aber je nach Anwendungsfall auch, ja, wird auch einiges an interessanten Informationen verloren gehen. Denken Sie beispielsweise an Pinterest. Wenn Sie, Sie wissen, Pinterest ist sehr stark im DIY-Bereich. Wenn Sie sich beispielsweise für Häkeldesigns interessieren und Sie abonnieren auf Pinterest oder Sie folgen auf Pinterest einigen Häkeldesignern und dann taucht plötzlich ein neuer Channel auf mit spektakulären Schnitten für diesen Sommer. Sie merken es schon, meine Frau betreibt einen Häkelkanal. Dann würden Sie das natürlich gerne mitbekommen. Das ist genau dieser Out-of-Network-Content, interessante Themen. Wenn man sich da als LinkedIn ansieht, das ist nur als Beleg für diese Veränderung. Wie gesagt, was Sie hier sehen von 2018 bis 2023 hat Betreiber Microsoft in dem Fall hier den Anteil der Werbung drastisch erhöht, den Anteil organischer Company-Postings sehr stark verringert und die größte Änderung hat sich hier abgespielt. 2018 waren es noch 62% Inhalte aus Ihrem Netzwerk, aus Ihren Connections, 12% von Content-Creatern. Mittlerweile ist das 29 zu 34, hat sich also fast angeglichen. Das wird auch nicht so bleiben. Das wird sich weiterhin verändern. Aber das zeigt auch, wie diese Plattformen ständig versuchen, diese Anteile zu tarieren. Mit einem klaren Interesse. Diese relevanten Inhalte sind natürlich immer Mittel zum Weg, um sie dazu zu bewegen, möglichst viel Zeit auf dieser Plattform zu verbringen. Wenn wir uns den Facebook Newsfeed ansehen, das Prinzip ist wie gesagt dasselbe. Sie haben hier Ihre Postings, Ihre Beiträge, teilweise von Freunden, teilweise von Unternehmen. Und es gab auf Facebook auch mal diesen Umschalter, auf LinkedIn haben Sie immer noch, ganz am Anfang des Feeds, Sie können das hier sehen am Stream, da gibt es diesen kleinen Schalter, relativ unscheinbar, könnte man leicht übersehen.
Der ist standardmäßig auf Top gestellt. Und Top bedeutet, das ist eben die Auswahl, die Selektion der für Sie relevanten Beiträge. Können Sie umschalten auf Recent oder Neueste? Und wenn Sie das tun, wie gesagt, bei Facebook gab es diesen Umschalter auch. Ich meine, dass er voriges Semester sogar noch da war. Habe ihn heute gesucht, ergebnislos. Wenn Sie hier auf Recent umschalten, dann bekommen Sie alle Inhalte aus Ihrem Netzwerk. Also sozusagen den ungefilterten Stream. Je nachdem, wie viele Kontakte Sie haben, das wird dann fast ein Fulltime-Job. Sobald man diese Seite wieder reloadet, das hat Facebook genauso gehandhabt, schaltet das wieder automatisch um auf Top. Also diese gefilterte Auswahl an Inhalten. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, die Intention, mit der man eine Plattform benennt, verwendet, ganz, ganz wesentlich. Pinterest eher im DIY-Bereich, Crafts, Hobby und so weiter, YouTube sehr, sehr breites Spektrum, Facebook tendenziell nicht mehr ganz so populär wie noch vor 10 Jahren, aber bei den Personen, die es verwenden, doch primär im privaten Vernetzungsbereich verortet, Twitter sehr stark im Nachrichtenbereich. Das sind dann unterschiedliche Kriterien und die definieren natürlich auch mit, welche Auswahlkriterien überhaupt Sinn machen oder in dem jeweiligen Netzwerk relevant sind. Ich habe eine sehr spannende Präsentation gefunden, aus der ich Ihnen einige Folien kurz zeigen möchte, weil in vielen Fällen natürlich auch die historische Entwicklung recht aufschlussreich ist. Zur Entwicklung dieser Algorithmen, bei Facebook war das sicherlich Vorreiter, die haben im Endeffekt diese Social Media Filterung durchaus erfunden und sind dann sehr viel kopiert worden. Facebook, wie Sie aus unserer History-Einheit wissen, gegründet im Jahr 2004. Dann gab es im Laufe der Zeit immer mehr neue Features, irgendwann kamen Gruppen dazu, Pages, Geotargeting und so weiter. 2015 hat Facebook dann, oder 2014 hat Facebook Instagram gekauft. Die Plattform hat sich also immer weiterentwickelt. Ab 2009 gab es für die Betreiber von Unternehmensseiten erstmals relativ detaillierte Statistiken, in denen man also auch genauere Einblicke darüber finden konnte, wie sich diese Informationen im Feed verbreiten, wen sie erreichen, und diese Informationen nutzen Content Creator und Unternehmen dann natürlich gerne, um ja, ihre Beiträge zu optimieren, also möglichst viel unter Anführungszeichen kostenlose Reichweite zu bekommen. Ab 2011 gab es dann die gesponserten Beiträge im Newsfeed, mittlerweile selbstverständlich, aber am Anfang war Facebook tatsächlich nicht die ganze Seite, aber zumindest der Newsfeed vollständig werbefrei. Gab es auch oder gibt es ein legendäres Zitat von Mark Zuckerberg, ich glaube aus dem Jahr 2009 oder 10, wo er gesagt hat, wir garantieren, der Facebook Newsfeed wird immer werbefrei bleiben. 2 Jahre später kam dann die Werbung, aber das nur nebenbei erwähnt. Der große Wachstumstreiber in den ersten Jahren für Facebook waren tatsächlich die mobilen Ads. Sie wissen, auf Smartphones weniger Bildschirmplatz, da funktionierte genau das nicht, was man auf Webseiten recht erfolgreich tun konnte, nämlich und immer noch tut, nämlich die Banner sozusagen neben dem eigentlichen Inhalt am Bildschirm unterbringen. Facebooks Feed-Ads waren eine gute Lösung für mobiles Marketing und um diese Feed-Ads auszuspielen, braucht man eben die relevanten Inhalte im Content. Adam Mosseri, der Vice President of Newsfeed, Facebook hat so eine Position, sagte damals: People feel that the important moments and important conversations are sometimes getting crowded out by content that people passively consume, often photos and videos. Das heißt, Facebook mit seinem Fokus auf den privaten Bereich versucht also oder hat begonnen seit diesem Zeitpunkt zu versuchen, persönliche relevante Inhalte zu bevorzugen. Was haben Sie gemacht oder was waren die großen Änderungen im Algorithmus? In der ersten Phase, in der Frühzeit von Facebook sozusagen, da spielten tatsächlich die quantitativen Likes und Kommentare eine große Rolle. Beiträge, die sehr viele Likes bekamen, wurden auf breiter Basis ausgespielt. Erst in einer weiteren Folge dann begann Facebook die Interaktionen genauer zu analysieren. Es gibt auf Facebook sozusagen
vier Dimensionen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist das Inventory. Das wäre sozusagen die gesamte, die Grundmenge, die Information, die an einem Tag zur Verfügung steht, alle Beiträge, Stories, die ihre Freunde, Unternehmen, denen sie folgen und so weiter, veröffentlicht haben. Dann natürlich, wer ist der Autor? Wie gesagt, Personen, mit denen Sie in der Vergangenheit häufiger interagiert haben, werden da bevorzugt. Und dann hat Facebook begonnen, ich meine, das war im Jahr 2017, ein prädiktives Modell zu verwenden. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie auf diesen Beitrag reagieren werden, beziehungsweise ganz speziell einen Kommentar schreiben? Sehr elaborierte Vorhersagemodelle. Und aus all dem ergibt sich dann ein Relevanzscore, eine Relevanzwertung, die letztendlich definiert, ob dieser einzelne Beitrag bei Ihnen im Newsfeed auftaucht oder eben nicht. Die Wahrscheinlichkeit des Engagements, sozusagen eine Vorhersage, das ist das richtige Wort, ist seither eine ganz, ganz starke Grundlage. Wie bildet Facebook diese Vorhersagen? Zum einen aus der Performance des Inhalts, wissen, wie reagieren ähnliche Personen drauf, und zum anderen eben aus ihren eigenen Daten. Wenn Sie unterschiedliche Algorithmen vergleichen, wie gesagt, die Intention, die Absicht, mit der man die jeweilige Plattform verwendet, definiert natürlich die algorithmischen Kriterien. Auf Facebook stellt der Algorithmus oder fokussiert der Algorithmus vor allem auf meaningful interactions, also jene Inhalte aus Ihrem eher näheren als erweiterten Freundeskreis, auf die Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit reagieren werden. Generating Conversations steht da sozusagen im Fokus. Auf Twitter sieht die Sache schon wieder etwas anders aus. Und es gibt natürlich unterschiedliche Motivationen, Twitter zu nutzen, aber ich behaupte mal, der Großteil der relativ überschaubaren Twitter-Nutzerschaft verwendet die Plattform, um sich über politische, wirtschaftliche Themen zu informieren. Kurz gesagt, mit einem sehr starken News-Fokus. Das heißt, da geht es also eher darum, die wichtigsten und relevantesten Informationen anzuzeigen. Da spielt der Faktor, ob Sie jemanden tatsächlich kennen, ob der sich in Ihrem persönlichen Social Graph befindet, eine geringere Rolle. Bei Instagram, die von Ihnen, die auf Instagram aktiv sind, die haben das sicher mitbekommen, dass es dort in den letzten Monaten, eigentlich gerade jetzt im April, wieder ein paar sehr große Änderungen gibt. Einige meiner Instagram-Influencer-Kolleginnen haben mir auch bestätigt, dass, oder gesagt, dass sie den Eindruck haben, dass das Instagram momentan sehr viel experimentiert. Aber letztendlich bei Instagram geht es sehr stark um die Popularität der Inhalte. Sie wissen, eine Plattform, auf der vor allem visuell ansprechende Inhalte gut funktionieren. Hauptziel, einen visuell ansprechenden Feed zu generieren. Natürlich immer wiederum mit der Absicht, dass Sie dort möglichst viel Zeit verbringen. Auf LinkedIn surfen wir, sagt man das heutzutage noch, auf LinkedIn gleiten wir eher nicht durch den Newsfeed, um schönes Essen, schöne Menschen und schöne Orte zu sehen, sondern wie gesagt mit einem beruflichen Interesse. Das könnte im Bereich der Jobsuche verortet sein, kann aber genauso Kundengewinnung oder auch sich informieren über aktuelle Informationen sein. Wenn Sie dann die Grafik von vorher zurückdenken, da ist es auch logisch natürlich, dass man diesen Out-of-Network-Anteil erhöht. LinkedIn funktioniert da mittlerweile, würde ich sagen, so, das ist eine Mischung aus Business Community und Business Magazin. Da geht es also sowohl um die Kontakte, die relevant sind, als auch um ja, Beiträge, die von ihrem Informationswert her für Sie sehenswert erscheinen. Pinterest habe ich bereits erwähnt. Inspiration, DIY, alles, was mit Kreativität zu tun hat, da spielt auch wiederum sozusagen die spielen die abonnierten Content Creator eine untergeordnete Rolle. Aus diesen unterschiedlichen Setups versuchen die einzelnen Plattformen, ihre Algorithmen so zu gestalten, dass wir, wie gesagt, möglichst viel Zeit verbringen. Führt auch zu der Frage, why is Facebook so addictive? Auf dieser Slide könnte man natürlich Facebook durch Social Media ersetzen. FOMO ist ein ganz, ganz wesentlicher Begriff, der im Zusammenhang mit Social Media immer wieder auftaucht. FOMO steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Ganz klar, alle nutzen diese Plattformen. Ich möchte da auch dabei sein.
Zweite Sache, aufgrund dieser Datenanalyse wurden diese Plattformen tatsächlich immer besser darin, uns sehr, sehr individualisierte Inhalte anzubieten. Das hilft dabei natürlich auch sehr, sehr stark. Aus Unternehmenssicht, und das nur kurz, weil da möchte ich in einer Einheit gegen Ende des Semesters nochmal drüber sprechen, wie kann man das Ganze nutzen? Natürlich ist für Content Creator, zumal für Personen, die einen relevanten oder überhaupt den Großteil ihres Einkommens mit Social Media Inhalten generieren, ist die Frage natürlich ausgesprochen relevant. Wie kann ich diese Algorithmen überlisten, austricksen? Man findet viele Tipps, Artikel in diese Richtung. Ich glaube nicht, dass man diese Algorithmen austricksen kann, aber man kann versuchen zu analysieren, welche Arten oder welche Kategorien von Inhalten funktionieren und welche formalen Gestaltungen funktionieren gut. Nun gibt es eine ganze Reihe von Erfahrungswerten. Wenn Sie Videos für Facebook produzieren beispielsweise oder auch für Pinterest, sind Sie gut daran beraten, Ihre Videos eher kurz zu halten. YouTube funktionieren durchaus längere Clips auch ganz gut. Das heißt sozusagen, die Konventionen der Plattformen zu beachten, ist natürlich hilfreich. Auf der anderen Seite, das zeigt diese Grafik hier sehr gut, die endet zwar 2017, aber da hat sich nicht mehr drastisch viel dran geändert. 2011, in dem Jahr, als Facebook die Company Pages einführte, betrug die organische Reichweite im Durchschnitt 26%. Das bedeutet, wenn Sie 10.000 Fans oder Follower hatten, haben Sie im Durchschnitt 2.600 Personen erreicht. 2017 war das dann 0,5%. Das wären dann noch 50 Personen. Ein drastischer Unterschied. Plattformen wurden geiziger mit der organischen Reichweite. Facebook will meaningful and engaging interactions. Ich glaube, das würden die meisten anderen auch unterschreiben. In der Gestaltung oder Optimierung von Inhalten ist dieser Cartoon sehr, sehr hilfreich. What you want to say, what they are interested in. Wie gesagt, wir haben selber unsere eigene Agenda, gerade im Businessbereich. Auf LinkedIn sieht man das sehr deutlich, wenn Sie eine Werbebotschaft nach der anderen absetzen, die auf wenig Interaktion stößt, keine plattformadäquaten Inhalte, ist zwar für Sie relevant, aber nicht für Ihr Publikum. Dieser Überschneidungsbereich, dieses strichlierte Kreissegment hier, what they are interested in und what you want to say, das ist eigentlich, und das ist, glaube ich, einer der Kernpunkte für Social Media. Es geht nicht darum, den Algorithmus zu überlisten, sondern im Endeffekt entscheidet immer die Community. Egal, was Sie für hochwertige, gute oder interessante Inhalte halten und die keine Reaktionen bekommen, werden sie nicht funktionieren. Es gibt einen Begriff dafür, User Centricity, Client Centricity, durchaus nicht nur auf Social Media eine sehr, sehr sinnvolle Herangehensweise. Wenn wir an organische Social Media Verbreitung oder Algorithmen denken, dann haben wir oft die Impressions im Kopf, also wie kann ich meine Beiträge so gestalten, dass dann am Ende eine möglichst große Zahl von Personen, denen die angezeigt wurden, rauskommt. Tatsächlich zielen die meisten Plattformen auf Konversationen ab. Das heißt, Inhalte, die Gespräche in Gang bringen, funktionieren in den meisten Fällen wesentlich besser als Hochglanzvideos. Das kennen Sie auch von allen YouTube-Channels. Ist überall dasselbe Prinzip. Wenn man sich die Frage stellt, was ist auf Social Media Qualitätscontent, sind das selbstverständlich keine drastisch anderen Kriterien, als Sie sie auch aus der klassischen Nachrichtenwerttheorie kennen. Ist mein Inhalt aktuell und relevant? Stammen die Informationen, die ich verbreite, von einer vertrauenswürdigen Quelle? Spezifisch auf Social Media, ist das ein Inhalt, den man selber mit Freunden, im Fall von Facebook, mit Business-Kontakten, im Fall von LinkedIn, teilen würde? Und ist dieser Inhalt individuell oder authentisch und einzigartig genug, das wäre das richtige Wort, um sozusagen entsprechend viele Reaktionen einzufahren? Quantität funktioniert da relativ wenig. Beiträge, die mit sehr wenig Aufwand zu erstellen sind, Sie nehmen ein Foto her, suchen sich auf Google irgendein Quote zusammen, die können in Ausnahmefällen mal funktionieren, aber im Normalfall probieren diese Plattformen natürlich auch quasi Aufwand und Kreativität zu belohnen.
Emotionen sind ein sehr, sehr starker Trigger. Da werde ich in unserer Einheit über Storytelling nochmal drauf zurückkommen. Und der Art und Weise, wie unsere gesamte Informationsverarbeitung funktioniert, mögen wir uns zwar einbilden, dass wir sehr faktenorientierte Personen sind, ja, in der Praxis, gelingt es uns aber meistens nur dann, Informationen zu behalten und abzuspeichern, wenn diese auch mit Emotionen gekoppelt sind. Schauen Sie mal in Ihre Newsfeeds, selbst auf LinkedIn, werden Sie einen sehr, sehr minimalen Anteil an, ich sage mal, emotionsfreien Postings, die nur reine Fakten präsentieren, finden. Engagement Baiting hat der ein oder andere von Ihnen vielleicht schon mal gehört, also Beiträge, die über relativ simple und genuine Mechanismen einfach nur versuchen, viele Likes abzustauben, in der simpelsten Form Gewinnspiele, bei denen Sie den Beitrag teilen müssen, um dann irgendein iPad zu bekommen. Hat kurz gut funktioniert, bis Facebook und die anderen Plattformen die Inhalte dann ziemlich abgedreht haben. Quotes, also Zitate, können gut funktionieren, wenn sie von Quellen stammen, die in ihrem Netzwerk eine hohe Relevanz besitzen. Selbstverständlich, lange Ladezeiten sind ein Problem, das allerdings im Fall von, und das ist, glaube ich, auch einer der Vorteile für die Verteilung, selbst wenn Sie 2023 ein Video auf Ihrer eigenen Webseite präsentieren wollen, relativ untrivial, da einen Streaming-Player einzubauen, der auch entsprechend angepasste Datenraten anbietet. Auch dafür YouTube sehr, sehr praktisch. Wenn Sie nochmal an die Grafik von vorher denken, dass diese organische Reichweite, und von der sprechen wir ja, wenn es um das Thema Algorithmen geht, ziemlich stark zurückgegangen ist, dann glaube ich, ist auch verständlich, warum mittlerweile zumindest im professionellen Social Media Marketing der gängige Ratschlag oder der gängige Tipp eigentlich lautet, verlassen Sie sich nicht oder man sollte sich auf keinen Fall ausschließlich auf diese organische Verbreitung verlassen, sondern in der Praxis, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Unternehmensseite betreiben oder wenn Sie, ja, muss keine Unternehmensseite sein, auch genauso, wenn Sie Ihren persönlichen Account professionell oder für Business, für Ihre Musik, für Ihre Fotografie, was auch immer einsetzen, dann wird es in sehr vielen Fällen natürlich auch Sinn machen, diese organische Verbreitung mit gezielter Werbung zu unterstützen. Das wird in den nächsten, in der nächsten Einheit, in der nächsten Woche unser weiteres Thema. Ich möchte Ihnen aber zum Abschluss heute noch gerne ein kurzes Video vorspielen. Und zwar stammt das, es handelt sich um ein Interview, das Chris Williamson, wenn man ein recht bekannter YouTuber, knapp unter einer Million Follower, der sich immer wieder mit Medienthemen beschäftigt, mit Professor Stuart Russell gehalten hat. Professor Stuart Russell unterrichtet in Berkeley, ist eigentlich Kognitionswissenschaftler, beschäftigt sich und eine der großen Autoritäten auf diesem Gebiet, beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema Social Media Algorithmen und ihre Auswirkungen auf unsere Denkweise. Ist ein relativ kurzes Interview. Die ersten zwei Teile möchte ich Ihnen vorspielen, weil er da wirklich sehr, sehr präzise meiner Ansicht nach erklärt, was Social Media Plattformen im Kern tun. Sure, yeah. So the social media content algorithms, right, they decide what you read and what you watch. And they do that for literally billions of people for hours every day, right? So in that sense, they have more control over human cognitive input than any dictator in history has ever had. More than Stalin, more than Kim Il-sung, more than Hitler, right? They have massive power over human beings. And they're completely unregulated. And people are reasonably concerned about what effect they're having. And so what they do is basically they set an objective because they're good standard model machine learning algorithms, and so they set an objective. Let's say maximize click-through, right? The probability that you're going to click on the next thing. So imagine this, like, this is YouTube. You watch a video, and lo and behold, another video pops up, right? And am I going to watch the next video that it sends me to watch, or am I going to, close the window? And
So click-through or, you know, engagement or various other metrics, these are the things that the algorithm is trying to optimize. And I suspect originally the companies thought, well, this is good because, you know, it's good for us. If they click on things, we make money. And it's good for people because the algorithm will learn to send people stuff they're interested in. If they click on it, it's because they wanted to click on it. Yeah, right. And there's no point sending them stuff that they don't like. It's just cluttering up their input, so to speak. But, you know, I think the algorithms had other ideas. And the way that an algorithm maximizes click-through in the long run is not just by learning what you want, right? Because you are not a fixed thing. And so you can get more long-run click-throughs if you change the person into someone who's more predictable, right? Who's, for example, you know, addicted to a certain kind of violent pornography, right? And so YouTube can make you into that person by, you know, gradually sending you, the gateway drugs and then more and more extreme content, whatever direction. So the algorithm doesn't know that you're a human being or you have a brain, right? As far as it's concerned, you're just a string of clicks, right? Content click, content click, content click, right? And but it wants to turn you into a string of clicks that in the long run, there's more clicks and less non-clicks. And so it learns to change people into more extreme, more predictable mainly, but it turns out probably more extreme versions of themselves. So if you indicate that you're interested in climate science, it might try to turn you into an eco-terrorist, you know, and you know articles full of outrage and so on. If you're interested in cars, it might try to, you know, turn you into someone who just watches endless reruns of Top Gear. Why is the person that's extreme more predictable? Well, I think that's an empirical hypothesis on my part, right? That if you're more extreme, you have a higher emotional response to content that affirms your current views of the world, and so what in politics we call it red meat, right? The kind of content that gets the base riled up about, you know, whatever it is they're riled up about, whether it's the environment or you know, immigrants flooding our shores or whatever it might be, right? You know, if once you get the sense that someone might be a little bit upset about too many immigrants, then you send them stuff about all the bad things that immigrants do, and you know, videos of people climbing over walls and sneaking into beaches and all the rest of the stuff, you know, and human propagandists have known this forever, but historically, human propagandists could only produce one message, whereas the content algorithms can produce, in theory, one propaganda stream for each human being. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Ich habe das selber selten so präzise zusammengefasst gehört. Und tatsächlich der zentrale Punkt, den er in dem Interview hier anspricht, das ist, glaube ich, das etwas, das ich so nicht so oft gelesen habe. Alle diese dieses Manipulationspotenzial von Social Media, von Algorithmen, ist nichts grundsätzlich Neues. Nicht nur die USA, aber da gibt es einige besonders gut dokumentierte Fälle, wissen natürlich um die Macht von Kriegspropaganda. Wenn Sie sich damals an den Einmarsch im Irak erinnern, da ging kurz vorher diese Geschichte vom Saddam Hussein, der ein Kinderspital war, es überfallen ließ und quasi die wehrlosen Säuglinge aus ihren Betten rausgerissen hat und eine tränenüberströmte Krankenschwester, die das Ganze berichtete.
Ich glaube, so ziemlich jeder Fernsehsender auf der Welt hat diesen Bericht damals gespielt. Der lief auch in der ZIP. Und erst Jahre später, nachdem der Krieg längst vorbei war, kam dann raus, dass die, dank einiger Investigativjournalisten, dass diese Dame eine amerikanische Schauspielerin war und der Clip zwar im Irak gedreht wurde, allerdings in einem längst befriedeten Teil. Aber Sie wissen, zum Thema starke Emotionen, ein grausamer Diktator, der die Hilflosesten, der Hilflosen auf diese brutale Weise angreift, den muss man natürlich beseitigen. Starke Emotionen waren da schon immer sehr hilfreich, aber was er hier eben anspricht, diese prädiktiven Algorithmen, die können uns sehr, ja, die können uns sehr genau analysieren und die lernen oder wissen auf individueller Ebene, welche Inhalte am besten funktionieren. Glauben Sie bloß nicht, dass das nur eine Hypothese ist. Er drückt das Ganze ja etwas überspitzt aus. Aber einige Zeit nach dem mittlerweile ja sehr bekannt gewordenen Cambridge Analytica-Skandal kam Facebook noch aus anderer Richtung in Beschuss. Facebook bzw. der Konzern Meta betreibt ja eine sehr umfangreiche Forschungsabteilung. Das sind einige hundert IT-Kräfte, aber auch Medienwissenschaftler, Psychologen damit befasst, den Newsfeed laufend zu optimieren. Und Sie wissen ja, Stichwort Forschungsethik, da kam Facebook sehr stark in die Kritik, weil die tatsächlich in großem Stil Experimente durchgeführt haben. Die haben bestimmte Cluster von Nutzern genommen und denen vorwiegend negative Inhalte im Newsfeed angezeigt, in einer zweiten Testgruppe vorwiegend positive Inhalte, um dann eben rauszufinden, welche Inhalte produzieren mehr Reaktionen. Also quasi natürlich ohne das Wissen dieser Nutzerinnen. Stellen Sie sich mal vor, was eine permanente Flut von Negativnachrichten beispielsweise bei jemandem mit einer gewissen Disposition zur Depression anrichten kann. Also ja, das Gefahrenpotenzial ist relativ hoch. Die andere Frage ist, wie kann man damit besser umgehen? Wie kann man sicherstellen? Und das ist ja eine Stoßrichtung, die sich in der gesetzlichen und politischen Regulation unseres Mediensystems immer wieder findet. Wie kann man eine fairere Verteilung, eine bessere Verteilung sicherstellen? Ich glaube, ein historischer Blick in die Medienwirkungsforschung eröffnet uns da nicht unbedingt die ja, glorreichsten oder die glorreichsten Zukunftsaussichten. Warum? Die strukturierte strategische Medienwirkungsforschung begann in den USA mit den Arbeiten der Hovland-Gruppe, im Wesentlichen nach dem Zweiten Weltkrieg, geprägt von der Forschungsfrage, wie gelang es den Nationalsozialisten, wie gelang es der NSDAP durch Propagandamaßnahmen, Stichwort Volksempfänger, diese visuellen Inszenierungen und so weiter, so viel Einfluss erlangen. Da gab es sehr viele Experimente dazu und die Ergebnisse der Hovland-Gruppe waren recht anders als erwartet, weil eigentlich die Medienwirkungsforschung, und daran hat sich bis heute recht wenig geändert, immer wieder herausgefunden hat, Medien ändern tendenziell weniger Einstellungen, sie verstärken Einstellungen viel mehr. Das kommt auch in dem Interview ganz gut rüber, finde ich. Wie er eben sagt, wenn jemand schon ein grundlegendes, vielleicht gering ausgeprägtes Unbehagen gegenüber Ausländern, Immigranten, wem auch immer hat, Frauen, Homosexuellen, dann könnte man seine Einstellung vermutlich verändern mit bestimmten Informationen. Die Person wird aber eher Informationen konsumieren, die ihre Meinung bestätigen. Nicht nur auf Social Media, das war auch vorher schon so. Ist auch, glaube ich, ganz offensichtlich, wenn man den Hausverstand bemüht, dass tendenziell eher rechts eingestellte Personen auch eher rechte Medien konsumieren und vice versa. Social Media ist, wenn Sie so wollen, nichts Neues in der Hinsicht, dass uns Informationen präsentiert werden, die eher unser Weltbild unterstützen, als es zu konterkarieren. Aber es ist ein Durchlauferhitzer und der Unterschied ist eben, das ist genau der zentrale Punkt, dass so etwas nur auf kollektiver Ebene funktioniert, aber diese Algorithmen jeden Einzelnen sehr, sehr genau analysieren können. Also was kann man tun? Wachsam bleiben und im Zweifelsfall dieser I mehr vertrauen als der KI. Ah, ich sehe, wir haben noch eine Frage im Chat. Was war nochmal der Punkt nach Don't Bait Engagement? Zitate im erweiterten Sinn verwenden. Wenn, da geht es nicht um das Format Zitate, da geht es jetzt nicht darum, dass Sie jetzt einem Kalenderbuch oder Spruchbuch was raussuchen. Das ist immer abhängig von Ihrer Community.
Wie gesagt, wenn beispielsweise in meinem Bereich Seth Godin, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in der Vorlesung, ist ein bekannter amerikanischer Social Media Experte. Seine Bücher sind, glaube ich, millionenfach verkauft. Eins habe ich eher auf der Literaturliste. Wenn der irgendwas sagt und dann postet beispielsweise so ein Zitat, dann ist die Tatsache, dass das von ihm stammt, schon ein ziemlicher Hingucker. Ein guter Mechanismus, um bereits arrivierte oder erfolgreiche Content Creator für die eigene Reichweite zu nutzen. Das ist eine Taktik, die tatsächlich recht gut funktioniert. Ja, und das war's soweit von meiner Seite zum Thema Algorithmen. Das Interview, das ich Ihnen vorher vorgespielt habe, das geht noch ein paar Minuten weiter, ist auch sehr interessant. Ich werde es Ihnen dann auch, für die es interessiert, so fertig sehen, im Moodle verlinken, gemeinsam mit dem Mitschnitt der Vorlesung. Dann danke einstweilen. Nächste Woche sehen wir uns nochmal online. Bis Ende der Woche habe ich da auch den endgültigen Plan für unsere Gastvorträge online, damit Sie Ihr Semester planen können. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche einen schönen Tag und hoffentlich einen Frühlingsbeginn, der dann temperatur- und wettermäßig auch langsam seinen Namen verdient. Danke und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.